alle ganz herzlich zur diesjährigen Fachtagung der Brandenburger Landesarmutskonferenz und dem zweiten Brandenburger Sozialgipfel begrüßen. Wir wollen politischen Mandatsträgern und auch solchen, die das ja werden wollen, sagen, dass es die eine oder andere Herausforderung gibt, dass Armut nach wie vor ein weit verbreitetes Phänomen in Brandenburg ist und eigentlich ein Skandal, der abgeschafft gehört. Wenn wir heute in dieses Land gucken, 4 Jahre später, ist es eigentlich gerechter geworden? Es ist eben doch auch manches besser geworden, aber viele Probleme bleiben. Armut ist für viele Menschen in Brandenburg nach wie vor bittere Realität, wobei die Schwerpunkte sich verlagern, tendenziell vom Land in die Städte, immer auf die bundesrepublikanische Wirklichkeit sieht, auch dort wächst Armut. Heute ist die Landkarte, wenn man sich so eine Landkarte anschaut, nicht mehr so klar nach Ost und West getrennt. Es gibt auch in Westdeutschland inzwischen Regionen, die abgehängt sind. In Niedersachsen oder Teilen des Ruhrgebiets zum Beispiel. Hauptursachen bleiben eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, immer noch die Lebens- und Arbeitssituation alleinerziehender Mütter und Väter und in zunehmendem Maße auch steigende Miet- und Energiekosten sowie dann eine wachsende Altersarmut. Der Paritätische Gesamtverband hat gerade eine Studie veröffentlicht, dass bereits in den nächsten 10 Jahren, wenn nichts passiert an der Rente, wir eine Vervierfachung der Altersarmutsquote bekommen werden. Die Landesarmutskonferenz in Brandenburg lebt, das ist ganz wichtig, das geht nicht allen Landesarmutskonferenzen so, aber es ist uns bisher immer gelungen, jedes Jahr eben auch ein Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, hier gemeinsam eine Fachtagung zu veranstalten, wie auch in diesem Jahr. Es gibt auch nach wie vor politisches Interesse. Ich bin dankbar auch für alle aus dem politischen Bereich, die heute hier sind. Und ich übergebe jetzt an Herrn Postbierch, der uns in das Thema einführt. Das armselige Spiel mit der Gesundheit. Zum Anfang, die sozialen Determinanten von Gesundheit. Es sind nicht nur unser Verhalten, was uns gesund oder krank macht, sondern zu einem sehr großen Teil auch die Verhältnisse. Die sozialen Determinanten gliedert man klassischerweise in 3 Bereiche. Einmal die sozioökonomischen Faktoren und umweltbedingte Verhältnisse. Ich zeige das gleich an einer Grafik. Dann Lebensweisen und Lebensstile und natürlich die individuellen Faktoren, die uns auch mitgegeben werden. Bin ich alt? Welches Geschlecht habe ich? Welche erblichen Faktoren bringe ich mit im Leben? Die kann man natürlich relativ wenig beeinflussen. Wir haben dann die Lebens- und Arbeitsbedingungen natürlich. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich in einem räumlich verdichteten Raum mit einer hohen Umweltbelastung, meinetwegen an einem Verkehrsknotenpunkt aufwachse, oder ob ich in einem relativ freizügig bewegungsfreundlichen Grünstadtteil aufwachse. Wie ist mein Arbeitsverhältnis? Bin ich prekär beschäftigt? Habe ich eine unbefristete Stelle? Wie hoch ist der Arbeitsdruck? All das sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen. Habe ich überhaupt Arbeit? Da werde ich ja noch drauf eingehen. Dann die sozialen und kommunalen Netzwerke. Das heißt, wie kann ich teilhaben am gesellschaftlichen Leben? Kann ich Freundschaften pflegen? Kann ich Orte des gesellschaftlichen Zusammenseins erreichen? Sind die mit Zugangsbarrieren belegt? All das spielt auch einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit. Dann natürlich, nicht zu vergessen, auch meine individuelle Lebensweise, die ich zum Teil ja auch größtenteils selber beeinflussen kann. Ernährung, Bewegung, Sport, die klassischen Themen und dann eben, was ich schon ansprach, das, was uns mitgegeben wird. All das sind Determinanten von Gesundheit und ich werde verschiedene Punkte jetzt aus diesem Regenbogenmodell herausgreifen und Ihnen auch etwas näher darstellen. Armut in einem reichen Land habe ich das genannt. Also Deutschland ist ein Land mit einem unglaublich hohen Bruttosozialeinkommen, einem sehr beachtlichen Durchschnittseinkommen, jedoch mit einer erheblichen Ungleichheit in der Teilhabe. Und wir sehen ja auch in den Armuts- und Reichtumsberichten, die Schere geht immer weiter auseinander. Das heißt, immer weniger haben einen großen Anteil am Einkommen und immer mehr sind eigentlich von dieser Einkommensentwicklung abgehängt. Also Sie haben ja sicher den Streit in den letzten Armut- und Reichtumsberichten mitgekriegt. Da ist ja auch ein Streit der Deutungen. Erst stand drin, die soziale Ungleichheit nimmt zu. Es wurde dann so geändert, dass es irgendwie politisch netter klang. An der Tatsache hat es aber nichts geändert.
Armutsgefährdet gilt in Deutschland, wer 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. 2012 war das ungefähr eine Grenze bei 952 Euro netto. In Brandenburg liegt diese Quote etwas niedriger. Gleichzeitig ist zu sagen, das ist relative Armut. Nicht vergleichbar mit der absoluten Armut, die wir zum Beispiel in Entwicklungsländern haben, ist natürlich, wenn das Gesamteinkommen steigt, steigt auch dieser Satz, es ist nicht unbedingt mit existenzieller Not gleichzusetzen, sondern es hat mehr mit dem Ausschluss an Teilhabe aus Geldmangel zu tun. Krankheit macht arm. Wir haben gesehen, höhere Mobilität, vorzeitige Sterblichkeit von Menschen mit niedrigem Sozialstatus legen offen, dass diese Menschen nicht allein in der Lage sind, das präventive Potenzial ihrer Gesundheitschancen aus eigener Kraft voll auszuschöpfen. Das heißt, sie brauchen ein Hilfe-, ein Solidarsystem. Dazu gehören Maßnahmen der Sozialpolitik, dazu gehören Maßnahmen der Gesundheitspolitik, dazu gehören Maßnahmen der Bildungspolitik, das ganze breite Spektrum, was ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe. Wir haben in Deutschland seit langem ein Solidarsystem in der Krankenversicherung, das, sag ich mal, seit den 80er Jahren immer weiter aufgelöst wurde. Und hier möchte ich Ihnen mal, in diesem Beispiel möchte ich Ihnen mal zeigen, wie auch Krankheit arm machen kann. Zum einen wurde der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Kassen untereinander immer weiter verstärkt. Das Ringen um die guten Risiken, das heißt, gesunde Menschen mit hohen Einkommen, die hohe Beiträge zahlen, aber wenig medizinische Leistungen in Anspruch nehmen, ist für eine Krankenkasse attraktiv. Da hat der Gesetzgeber natürlich Ausgleichssysteme geschaffen, wie den Mobilitätsstrukturausgleich, sehr komplizierte Systeme, um das zwischen den Kassen auszugleichen. Nichtsdestotrotz ist dieser Anreiz bei der GKV weiterhin gegeben. Zweiter Punkt, mit dem wir uns in der Prävention und Gesundheitsförderung viel beschäftigen, wie viel investieren wir in die Verhältnisprävention, sprich die Entwicklung einer Kita im Gesamten, wie viel investieren wir in Verhaltensprävention. Wir sehen, verhaltenspräventive Maßnahmen wie Yoga-Kurse, andere Gesundheitskurse werden durch die Mittelschicht und Oberschicht wesentlich häufiger in Anspruch genommen als Menschen aus schwierigen sozialen Lagen. Dennoch sind die Aktivitäten der GKV sehr stark in diesem Bereich verortet. Zuzahlungen, da gehe ich gleich nochmal drauf an. Und wir haben auch immer wieder faktische Leistungsbegrenzungen durch unnötige Hürden. Also je komplizierter ein Antragsverfahren für Hilfsmittel wird, umso geringer ist die Inanspruchnahme auch von Menschen, man korreliert Gesundheit wieder mit Bildung, für die das eine Hürde darstellt, die sie nicht überwinden können, die gar nicht wissen, dass sie diese Möglichkeiten haben. Also da gehört ja schon teilweise sehr viel Sachverstand zu, diese Formulare auszufüllen, um dann auch Unterstützung zu kriegen. Ich möchte mich jetzt so dem Thema Arbeitslosigkeit auch nochmal exemplarisch zuwenden. Auch erstmal die Zahlen und Fakten. Das Lebensumfeld großer Bevölkerungsgruppen in Berlin und Brandenburg ist durch die Abhängigkeit von sozialen Transferleistungen geprägt. SGB-5 Bedarfsgemeinschaften haben natürlich einen sehr restriktiven finanziellen Rahmen. Hier auch nochmal die Zahlen, 13,3% 2012 SGB-2-Quote und hier auch wieder die regionalen Unterschiede. Auch hier ähnlich schon wie auch im Bereich der Armutsgefährdung schon ein Wechsel zwischen den ländlichen Regionen und den zentrumsnahen Regionen. Die Langzeiterwerbslosenquote ist relativ stabil in Brandenburg. Herr Kaczynski sprach an, teilweise sind die Arbeitslosenquoten in Brandenburg sogar gesunken, was ja sehr erfreulich ist. Langzeiterwerbslosigkeit ist natürlich nochmal ein viel größeres Gesundheitsrisiko als temporäre Arbeitslosigkeit, also Sucharbeitslosigkeit oder Wechsel zwischen verschiedenen Jobs. Hat jetzt noch nicht direkt einen gesundheitlichen Einfluss, Langzeitarbeitslosigkeit, und darauf beziehen sich auch die meisten Untersuchungen natürlich schon. Wir brauchen, denke ich, immer noch eine Verbesserung der sozialraumorientierten Sozial- und Gesundheitsberichterstattung. Wir haben auf Bundesebene ganz gute, wir haben auch auf Landesebene eine sehr gute, wir haben aber oft keine sozialräumlichen bezogenen Daten, die Kommunen und Landkreise aber brauchen, um ihre Hilfen auch dort hin auszurichten, wo
die größten Bedarfe sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal vielen herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier sein darf und vor allen Dingen, dass Sie diese Veranstaltung auch machen, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dass man sich darüber austauscht und dass man sich darüber unterhält. Weil ich glaube, Armut und deren Folgen wird in der Öffentlichkeit viel zu oft und viel zu leicht verdrängt. Wir gucken uns die Arbeitsmarktzahlen an, Mensch, sagen wir toll, von 280.000 Arbeitslosen 2005 sind wir es runter auf 120, wunderbar, alles super, also was soll es denn noch? Aber dann guckt man sich mal an, was ist denn eigentlich mit der Langzeitarbeitslosigkeit? Ich habe gerade von Stefan Bosbich erfahren, also ich nicht nur heute, sondern das wissen wir eigentlich auch schon, dass ja Langzeitarbeitslosigkeit die wichtigste Ursache für Armut bzw. für von Armut bedroht sein ist. Also in Brandenburg zum Beispiel ist es schon so, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen von Armut bedroht sind. Und insbesondere sind es diejenigen, die langzeitarbeitslos und womöglich noch alleinerziehend sind. Das heißt also, gelernt, Beruf gelernt womöglich oder studiert, Kind bekommen, keine Arbeit gekriegt, keinen Anschluss, dann langzeitarbeitslos geworden, arbeitslos, Kinder gekriegt und die Chancen darauf, in den Arbeitsmarkt zu kommen, sind eben wirklich verheerend gering. Wir haben zum Beispiel in Brandenburg 40.000 Bedarfsgemeinschaften, wo Leute drin sind, also wo Kinder unter 18 Jahren sind. Von diesen 40.000 Bedarfsgemeinschaften sind 18.000 in der Lage, auch etwas zu verdienen. Das heißt also, da ist ein Einkommen. Trotzdem sind sie abhängig von Hartz IV. Trotzdem sind sie zum großen Teil von Armut bedroht. Und wenn dann in der vergangenen Woche eine Pressekonferenz gemacht wird und sagt, wir sind bei der Armutsbekämpfung nicht vorangekommen und das von Leuten gemacht wird, die seit Jahren, ich habe vorhin mitbekommen beim Vortrag von Stefan Bosbich, dass Herr Kaczynski schon angesprochen hat, dass ja oftmals auch Menschen in Arbeit davon betroffen sind und dann also nicht das von Leuten gesagt wird, die seit Jahren versuchen sozusagen den Leuten zu helfen, sondern die seit Jahren gerade den Leuten auch noch Knüppel in die schmeißen, dann finde ich das sehr befremdlich. Denn 39% aller Arbeitsverhältnisse in Brandenburg sind derzeit in einem prekären Beschäftigungsverhältnis. Das heißt also 39% sind entweder Mini- oder Minijob, sind ein Leistungsarbeitsverhältnis oder sind in befristeter Beschäftigung, auch unfreiwillig befristet beschäftigt, oder sind irgendwie anderweitig, zum Beispiel als studentische Hilfskraft oder sonst unterwegs. 39%. Der DGB hat jetzt in dieser Woche gesagt, dass 2/3 aller Neuentstellungen in Brandenburg befristete Jobs sind. 2/3 aller Neuentstellungen. Dann kann man sich aber auch gut vorstellen, dass also insbesondere in dem Personenkreis von diesen 40.000 insgesamt und davon, wie gesagt, 18.000 Beschäftigten, viele von denen in genau solchen Beschäftigungsverhältnissen sind. Also muss es auch unsere Aufgabe sein, sie aus genau diesen Beschäftigungsverhältnissen rauszuführen und in andere Beschäftigungsverhältnisse, die dann eben auch dauerhaft für Einkommen sorgen und die dauerhaft für Integration sorgen. Das heißt also, wir müssen weg davon, dass wir zum Beispiel sachgrundlos befristen. Wir haben es versucht bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin, die sachgrundlose Befristung rauszunehmen. In den Koalitionsvertrag zu schreiben, das heben wir auf. Sondern wir sagen, man kann maximal ein Jahr befristen, danach muss ein Sachgrund vorliegen und dann kann eine Grenze gesetzt werden. Aber eben nicht zu sagen, wir verlängern immer nochmal 2 Jahre, nochmal 2 Jahre, nochmal 2 Jahre. Das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Genauso geht es darum, dass wir bei der Leiharbeit auch deutliche Grenzen setzen müssen. Jetzt steht im Koalitionsvertrag in Berlin drin, maximale Verleihdauer 9 Monate. Wir sind in die Verhandlungen gegangen mit 2 Monaten. Weil wir wissen, dass zum Beispiel die durchschnittliche Verleihzeit auch in Brandenburg, aber in ganz Deutschland bei 2,5 Monaten liegt. Damit hätte man wirklich vielen helfen können. Bei 9 Monaten, naja, weiß ich nicht. Also das wird jedenfalls ganz, ganz wenige treffen, die man damit tatsächlich hilft. Oder dass man ein Synchronisationsverbot ins Entsendungsgesetz schreibt. Das Synchronisationsverbot heißt, ich bin Verleiher, stelle Leute ein, um sie zu einem bestimmten Job sozusagen zu verleihen. Und wenn der Job zu Ende ist, dann sind sie wieder arbeitslos. Auch das gehört ins Entsendungsgesetz. Aber dagegen hat sich genau die Partei gewehrt, dass wir das ins Koalitionsvertrag schreiben, die in der vergangenen Woche daherkommt und sagt, wir müssen Wert tun gegen Armut. Aber genau den Menschen hätte man helfen. Und den anderen kann man auch helfen, zum Beispiel, indem man sagt, wir versuchen sie wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das sind ja dann auch noch 22.000, die also jetzt zu Hause sind von diesen 40.000 Bedarfsgemeinschaften, von denen ich gerade sprach. Dazu heißt es aber, müsste man eben einen längeren Atem haben, als wir derzeit haben. Wir haben zum Beispiel bei der Bürgerarbeit
Das haben viele von denen, die im Saal sind, auch selber mitbekommen als Träger. Das sehe ich ja. Bei der Bürgerarbeit ist es uns gelungen, einen Großteil der Beschäftigten tatsächlich wieder in Lohn und Brot zu bringen. Und von denen waren auch viele vorher ganz arbeitslos. Bürgerarbeit hat jetzt den Vorteil, die Leute waren 3 Jahre im Job. Mit 3 Jahren kannst du eine ganze Menge bewegen. Wir haben noch aufgestockt mit Arbeit für Brandenburg. Die Träger haben Bürgerarbeit gemacht. Und nach 3 Jahren hat sich in der Regel auch ein Absprung gefunden im reguläres Beschäftigungsverhältnis. Das war eine gute Sache. War aber auch das einzige Mal, muss ich sagen, dass Bundespolitik zugelassen hat, dass Integrationspolitik in den Arbeitsmarkt über 3 Jahre und länger läuft. Ansonsten laufen die Maßnahmen eben ein halbes Jahr, ein Jahr und länger. Ich war neulich mit meinen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, Gunther Schneider und aus Hamburg, Detlef Scheele, bei Andrea Nahles. Wir haben intensiv darüber diskutiert, wie wir es denn hinkriegen könnten, auch jetzt in dieser rot-schwarzen Koalition und mit diesem Koalitionsvertrag, der das nicht explizit vorsieht, weil wir es da auch nicht durchbekommen haben, mehr Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Ein ganz schweres, ganz dickes Brett. Sie wissen, hier in Brandenburg gibt es diesen guten alten Spruch von Regine Hildebrand, lieber Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Und es gibt die Möglichkeiten, nach wie vor bei den Jobcentern zum Beispiel einen Eurojob zu machen. Die können auch andere Möglichkeiten, wie CDE und D und so alles machen und Leute dann auch zu Trägern geben. Sie können Leute auf den ersten Arbeitsmarkt geben. All das ist da. Nur das Integrationsbudget ist so gut wie leer bei den Jobcentern. Und wenn da irgendwie mal noch Geld drin ist, dann müssen sie regelmäßig umschichten in Personal, weil da notwendige bürokratische Dinge anstehen, die dann über mehr Personal gemacht werden müssen und dann fehlt es wieder an Integrationsleistung. Da haben wir überlegt, was könnte man jetzt machen? Da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir doch einfach das Geld, was jetzt sowieso ausgezahlt wird, also an Hartz IV plus Kosten der Unterkunft und stocken dann nochmal zum Beispiel bei uns mit Arbeit für Brandenburg und der Schäle für Hamburg hat gesagt und Gunther Schneider für Nordrhein-Westfalen gesagt, wir würden dann nochmal Landesgeld dazu geben, wir würden es auch tun. Das Problem ist nur, es wird geblockt bei Bundesfinanzminister, der da nicht mitmachen will, die passiven Leistungen zu aktivieren. Das heißt also, das Geld, was sowieso vom Jobcenter gezahlt wird, eben in einen Pool zu tun und damit sozusagen Lohn zu bezahlen. Und dann könnte man tatsächlich mal schauen, dass man langfristig Leute 2, 3 Jahre mit all dem, was man an Integrationsbegleitung noch braucht, beschäftigt. Und das bräuchte man eigentlich, um dann zum Beispiel auch tatsächlich die Wurzel anzupacken, nämlich die Langzeitarbeitslosigkeit zu beseitigen, um damit auch ein ganz großes Stück mit der Arbeitsbekämpfung voranzukommen. Aber da, wie gesagt, fehlt uns wirklich noch ein bisschen Lobby in Berlin, insbesondere bei unserem Koalitionspartner dort, ein bisschen dafür zu sorgen, dass man da auch mal anders tickt, als immer nur dafür zu sorgen, dass alles so bleibt, wie es bisher war. Weil, wie gesagt, die gute Erfahrung, die wir gemacht haben mit der Bürgerarbeit, sollte man tatsächlich versuchen, ins Land zu tragen und da also mehr zu erreichen. Ich fordere ein, dass wir wirklich gerechter werden bei all dem, was wir tun, insbesondere bei der Gesundheitsversorgung, weil es darf nicht eine Frage des Portemonnaies sein, wie krank ich bin oder wie alt ich werde. Ich danke dir auch mal. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch für die Leidenschaft in der Sozialpolitik. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und ja, weiter guten Wahlkampf für Ihnen. Naja, wie gesagt, also einfach aus der Langzeitarbeitslosigkeit rauszukommen.
an Sport teilnehmen wollen. Da sagt er, wir machen halt so ein bisschen Tests und Bewegungstests und stehen und so was halt. Die ganz normale Sachen. Da gibt es aber keine Regeln dazu. Ja. Selbstverständliche Regeln, ja. Alle hier langsam eingetrudelt aus den Arbeitsgruppen mit unseren Bällen. Für alle, die heute nicht dabei waren beim zweiten Brandenburger Sozialgipfel, wir haben heute uns mit dem Thema Armut und Gesundheit auseinandergesetzt, weil es viel zu viele Menschen gibt, die in diesem Land arm sind, die mit ihrem Geld nicht auskommen oder andere schwerwiegende Probleme haben, Langzeitarbeitslosigkeit, chronische Erkrankungen und so weiter. Und der Zusammenhang eben zu einem gesunden Leben so offensichtlich ist, dass Menschen deutlich kürzer leben, wenn sie eben über wenig Geld verfügen. Wir meinen, das ist ein Skandal. Nach rechts, eine Trippelbewegung auf der Schulter, ganz wie Sie wünschen. Vergessen Sie nicht, Sie kommen und kommen. Und jetzt gehen wir einmal 90 Grad herum und dann nochmal herum. Bei Frau Heffner ist eine Lücke entstanden, das macht aber nichts, Sie werden sie füllen, mindestens im Landtag. Jetzt geht es weiter mit der Gymnastik auf dem Rücken. Jetzt habe ich was davon. So geht es jetzt. Ja, für die Gesundheit muss man was tun, wie wir feststellen. Und das werden wir jetzt gleich weitermachen. Sie haben ja alle diese tollen Bälle in der Hand. Und wenn gleich die Musik losgeht, dann spielen wir uns einfach mal die Spielbälle der Gesundheit zu. Thank you.
Das war der Sozialgipfel, der zweite Sozialgipfel von Brandenburg. Und wir gehen jetzt noch wieder zusammen mit der